Neue Erlöse für TV oder wie können aus Zuschauern Kunden werden? Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich bei unserem diesjährigen Panel bei den Medientagen, wo wir uns mit unseren Panelgästen, die da vorne schon sitzen und die Sie gleich in Ihrer Diskussion genießen können, darüber uns unterhalten wollen, welche Diversifikationsmöglichkeiten TV-Sender eigentlich haben. Ich wollte dazu, um die Diskussion ein bisschen anzuregen, vorher ein paar einleitende Bemerkungen machen, um den Raum, der für TV-Sender da zur Verfügung steht, einmal für Sie auszuleuchten. Warum eigentlich überhaupt braucht man neue Erlöse für TV? Ein wichtiger Grund dafür ist, dass die Abhängigkeit von den Werbeerlösen für TV-Sender ein Problem darstellt. Das kann man daran sehen, wenn man sich einfach mal die Entwicklung der Werbeerlöse über die letzte Dekade anguckt. Das ist hier indexiert auf das Jahr 2000. Und da sieht man dann, dass wir jetzt im Jahr 2009 in Deutschland bei 79 angekommen sind. Das heißt also, die Sender haben 20% der Werbeerlöse verloren. In Westeuropa gesamt und USA sind wir immerhin über die Konjunkturzyklen so angekommen, dass man wieder bei Index 100 ist. Das heißt also, insgesamt gibt es da Bedarf, genau diese Lücke wieder zu schließen. Wenn man sich dann mal anschaut im Detail, wie die Entwicklung der Werbeerlöse war über die letzten Jahre, dann sehen Sie unten da als roten Block TV und man sieht eben, das ist noch gewachsen schön bis 2007, 2008 dann leichter Rückgang und 2009 im Krisenjahr eben deutlicher. Und was aber noch wichtiger ist, ist, wenn man sich einfach mal anschaut, wie sich die Anteile der verschiedenen Mediengattungen entwickeln. Und da sieht man dann eigentlich über diese ganze Zeit, auch in der Phase des Wachstums, eine kontinuierliche Abnahme von TV, nicht dramatisch, aber immerhin von 25% auf 22,3%. Gleichzeitig haben wir bei Online gesehen, dass der Anteil an den Netto-Werbeerlösen eben gestiegen ist, von 5,3% auf 18,2%. Dass wir 2009 ein schlechtes Jahr hatten, ist klar. Und man sieht jetzt bei TV und auch gerade bei TV, im Gegensatz nämlich zu Print, schon deutliche Zeichen der Erholung im Jahr 2010. Das sind also die guten Nachrichten. RTL hat gemeldet 4,9% mehr fürs erste Halbjahr in Deutschland. RTL für das zweite Quartal 8,3% mehr. Das heißt also, da findet im Moment eine signifikante Erholung statt. Aber da Konjunkturzyklen erhalten bleiben werden, ist es trotzdem unbedingt sinnvoll, trotz dieser Erholung über Diversifikation nachzudenken. Wenn man sich anschaut, wie im Moment die Verteilung ist von den Erlösen der TV-Werbung versus die Diversifikationserlöse aus diversen anderen Geschäften, dann sind die deutschen Sendergruppen da eigentlich noch nicht so weit entwickelt, wie das im Ausland teilweise der Fall ist. Also bei ProSiebenSat.1 kann man es sehr klar sehen, weil die entsprechenden Zahlen veröffentlicht sind. Da sind wir bei 13%. RTL hat mal im Jahr 2005 15% gemeldet, ist jetzt wahrscheinlich ein Stück weiter, macht das aber meines Wissens nach nicht öffentlich bisher. Super RTL ist deutlich weiter mit 25% Diversifikationserlösen. Da wird Herr Schmidt uns sicherlich dann gleich erzählen, wie er das eigentlich macht. Wenn man das aber mal vergleicht mit MCs zum Beispiel in Frankreich, dann haben die Kollegen 45% Diversifikationserlöse, sind also deutlich weniger abhängig von Werbeerlösen. Und sie schaffen das, indem sie zum Beispiel ein MVNO haben, also im Mobilfunkgeschäft aktiv sind und da Endkundenbeziehungen für dieses Produkt pflegen, zusammen mit Orange, oder auch sehr, sehr erfolgreiche Teleshopping-Aktivitäten unterhalten. Wenn man also Diversifikationserlöse will, dann muss man sich ja überlegen, wo sollen die denn eigentlich herkommen? Und was sind denn die wesentlichen Assets, die einem TV-Sender erlauben, in dem Geschäft überhaupt zusätzliche Erlöse zu generieren? Das kann man in drei große Bereiche einteilen. Wenn wir mal mit dem TV-Nächsten anfangen bei den Free-TV-Sendern, dann haben wir natürlich als allererstes mal Call Media, alles, was es da an Abstimmungen gibt oder andere Beteiligungen per Telefon und SMS. Natürlich den Teletext, den es immer noch gibt und der jetzt dann bald über HBB-TV durch besseren Teletext abgelöst werden wird. TV-Applikationen, das ist ein Geschäft, das wird sicherlich neu kommen mit den Plattformen, die sich jetzt bilden, unter anderem eben auch HBB-TV. Teleshopping, ganz klassisches Diversifikationsgeschäft, kann entweder in Fenstern stattfinden, im laufenden TV-Programm oder aber auch auf einem eigenen Shopping-Sender.
Und dann ein Thema, das relativ neu ist, Plattformrückvergütung, weil es immer die Diskussion gibt, ob nicht die Sender sogar für ihr reguläres Free-TV-Programm eventuell Erlöse von Plattformen zumindest generieren können. Die Plattform, die das im Moment in Deutschland ein Stück weit einführt, ist HD+. Deshalb haben wir auch Herrn Urner hier als Panelgast. Was brauche ich an Assets, um das zu realisieren? Einmal natürlich die aktivierenden Formate, also die, die den Grund liefern, dass ein Kunde sich überhaupt engagiert, zum Telefon greift, SMS schickt. Dann den TV-Marktanteil, weil genau das erlaubt mir, mit meinen Formaten überhaupt solche Zusatzgeschäfte aufzubauen, den entsprechenden Reach zu haben. Und für alles, was mit Teleshopping zu tun hat, wenn es ein eigener Sender ist, dann ist auch die Zapping-Position sehr wichtig, weil Teleshopping-Sender davon leben, dass Kunden, die durch das Programm zappen, einfach da vorbeikommen und hängen bleiben. Dann haben wir als nächsten großen Block Video. Da geht es natürlich als allererstes mal um lineares Pay-TV. Es ist so, dass die beiden großen Sendergruppen alle schon mehrere Pay-TV-Sender am Start haben und auch immer ankündigen, dass sie zu weiteren durchaus bereit wären. Dann als neueres Feld Video on Demand. Das kann in sehr vielen verschiedenen Formaten kommen. Einerseits über Lizenzierung an Drittplattformen, also zum Beispiel die Plattform der Deutschen Telekom, wo man dann seinen Content reinstellen kann und dafür natürlich Geld bekommt. Es können eigene Over-the-Top-Plattformen sein, wie zum Beispiel Maxdome. Es können die Online-Videoportale sein, die man entweder einzeln als Sender betreibt, als eigene Website oder vielleicht auch in einer kombinierten Version, so wie es ja im Moment angemeldet ist von RTL und ProSiebenSat.1. Dann können mobile Auswertungen eine Rolle spielen und sicherlich kleiner und eher auf dem Rückzug auch noch DVD und Blu-ray. Bei Video on Demand gibt es dann zwei Erlösmodelle. Entweder das Ganze wird durch Advertising finanziert oder aber man kann tatsächlich direkt einen Kunden aus dem Zuschauer machen und Pay-Erlöse generieren. Was braucht man? Video-Content natürlich dafür, Eigenproduktionen oder eben in Lizenzen. Die Sender- und Formatmarken, die es mir erlauben, dass die Zuschauer überhaupt bei mir anfangen, diesen Content zu suchen und nicht auf irgendwelchen anderen Plattformen. Und ein ganz, ganz wichtiges Asset dafür ist die Cross-Promotion-Power, weil es natürlich einen riesen Unterschied macht, wenn man die Möglichkeit hat, in dem linearen TV-Programm, das immer noch die Hauptanwendung im Wohnzimmer ist und bleibt, den Zuschauer darauf aufmerksam zu machen, hallo, ich habe dann noch ein großes Video-on-Demand-Angebot, das kann man so und so zugänglich finden. Zum Beispiel Sendung einer Serie ist gerade gelaufen, nächste Folge schon vorab sehen, gegen Geld an der und der Stelle. Das ist eine Möglichkeit, die andere nicht haben. Dann haben wir den dritten Bereich Non-Video. Da geht es einmal um alles, was Non-Video online ist, also die Online-Portale, auf denen E-Commerce und andere Geschäfte stattfinden kann. Natürlich auch ganz normale Online-Werbung. Das kann gehen in Richtung von Online-Lernplattformen. Da macht Super RTL einiges, worüber wir nachher sicherlich was hören werden. Alles im Bereich Gaming, Mobile-Content und Applikationen, Musik-Promotion, Live-Events, weil die Sender in der Lage sind, großes Publikum zu aufregenden Events zusammenzustellen für ihr Broadcasting-Geschäft. Und natürlich können sie das auch als Live-Event mitvermarkten. Und alles dann, was in Richtung Merchandising und Markenlizenzierung geht, wo man also seine Marken, entweder die Formatmarken, die sicherlich vordringlich, oder aber auch die Sendermarken einsetzt, um Produkte auf den Weg zu bringen, die mit dieser Marke im Zusatz attraktiver werden für Verbraucher. Deshalb sind die Assets eben auch genau die Format- und Sendermarken und die Promotion-Power durch Eigenwerbung im Sender. Denn dadurch, dass man da immer mal wieder einen Werbespot sicherlich auch frei hat, kann man genau dieses Inventar benutzen, um solche gebrandeten Produkte nach vorne zu bringen. Wenn wir nochmal ein bisschen tiefer reingucken in das Feld Video, dann zerfällt das wiederum in drei Bereiche. Allererstens mal eben Pay-TV, die speziellen Spartensender. Das Geschäftsmodell dahinter ist in der Regel Cost per Sub. Das heißt also, es gibt die Plattform, die die verschiedenen Pay-TV-Sender bündelt und dann jedem der Sender, die in einem Paket sind, einen bestimmten Erlösanteil aus dem Subscriber-Erlös, den die Plattform erzielt, weiterreicht. Da haben wir Sky, die Kabelnetzbetreiber, die IPTV-Anbieter. Das ist ein ganz etabliertes Modell. Das bedeutet einfach, der Endkunde zahlt für die zusätzlichen Inhalte. Dann haben wir jetzt als nächsten neuen Block Free-TV HD, weil das ist immer noch Free-TV. Trotzdem kommen wir aber in eine Situation, wo
dem Endkunden eine Zahlung abverlangt wird, das dann für den Zugang zu der besonderen technischen Qualität. Und auch von diesem Geld kann eben ein Teil zurückfließen, eventuell an die Sender. Das wird sicherlich was sein, was der Entwicklung unterworfen ist. Es bedeutet einfach, dass dann ich wieder eine Plattform habe, die Content bündelt, aber eben Free-TV-Content, der sich dadurch auszeichnet, dass er eine besondere technische Qualität hat. Das haben wir für Satellit jetzt gelöst mit HD+. Bei Kabel- und IPTV gibt es das noch nicht. Da sind die Free-TV-Sender der privaten Gruppen in HD noch nicht verbreitet, weil genau die notwendige kommerzielle Einigung da einfach noch nicht hergestellt worden ist. Und dann haben wir als letztes Free TV SD, also das ganz normale Free TV, das wir kennen. Dafür ist es bisher nicht möglich, Zusatzerlöse von den Plattformen zu bekommen. Die einzige Ausnahme ist IPTV. Und das erklärt sich einfach daran, dass dann eine neue Plattform auf den Markt gekommen ist, für die es wichtig war, vollständiges Produkt anbieten zu können. Und deshalb waren da die Verhandlungsmächte einfach etwas anders, als das bei den etablierten Plattformen der Fall ist. Wenn man in Richtung Video on Demand schaut, dann gibt es etwas, das das ganz klar treibt, dass Video on Demand besser nutzbar sein wird, nämlich einerseits Connected TV-Geräte, das heißt also TV-Geräte, die man direkt mit dem Internet in Verbindung bringen kann, Spielekonsolen, Blu-ray-Player, die auch die Möglichkeit eines Online-Anschlusses haben und dann ja am TV-Gerät dranhängen, Hybrid-Set-Top-Boxen, die genau das Gleiche ermöglichen, Apple TV, Geräte, die Google TV implementiert haben werden, also eine Menge von Dingen, die im Moment bei Consumer Electronics passieren, die dazu führen, dass das Internet auf dem TV-Bildschirm zugänglich wird und damit eben auch Video on Demand. Gleichzeitig werden die Breitbandanschlüsse immer besser, sodass man auch von der Videoqualität her dann in Regionen kommt, wo das nicht abfällt gegenüber dem Broadcast-TV-Signal. Also eigentlich eine großartige Entwicklung, um Video on Demand zu fördern. Was dabei aber auch zu berücksichtigen ist, dass die TV-Sender nicht die einzigen sind, die dann diese Situation nutzen wollen und das dem Verbraucher anbieten, sondern da gibt es Wettbewerb, da sind die IPTV-Plattformen, die Kabelnetzbetreiber, es ist Sky draußen, iTunes, Love-Film in Deutschland im Moment noch nicht, aber die werden sicherlich, so wie in UK auch, von dem DVD-Versenden rübergehen in digitale Delivery. Wir haben YouTube und es ist auch gut vorstellbar, dass Rechteinhaber direkt über Websites anfangen, ihren Content zu distribuieren. Das kann insbesondere im Sportbereich passieren. Das heißt, die TV-Sender haben jetzt einerseits eine große Chance, ihre Video-on-Demand-Plattformen aufzubauen, ohne dass sie dem Kunden Hardware ins Haus stellen muss, so wie das bei der Maxdome-Plattform Stand heute ja noch der Fall ist. Das ist eigentlich eine große Chance. Sie können ihre Dominanz ausspielen auf dem TV-Schirm, die sie im Moment noch haben, zur Promotion genau dieser eigenen Angebote. Und HBB-TV bietet dann sogar noch die Möglichkeit, direkt aus dem Livestream über Red Button ein Video-on-Demand-Angebot zu triggern. Das ist also ein Riesenvorteil gegenüber allen anderen. Die Herausforderungen, die dahinter stecken, sind dann aber natürlich, dass man sich entscheiden muss zwischen dem Aufbau eigener Angebote und den Erlösen aus Lizenzen, wenn man mit etablierten Plattformen zusammenarbeiten will, dass man Pay-VOD versus Ad-VOD so managen muss, dass ein Verbraucher das überhaupt versteht, warum man manchmal für ein Stück Video-on-Demand was bezahlen soll und es wann anders vielleicht umsonst zur Verfügung steht. Und ein ganz wichtiges Risiko, das zu managen ist, ist das Bypassing von Lizenzformaten. Denn was die Free-TV-Sender machen, ist Inhalt, der eine hohe Qualität hat, eigentlich ja erst populär zu machen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn die Video-on-Demand-Erlöse, die da an der Seite mitgemacht werden können, dann aber von jemandem anderen auf einer anderen Plattform gemacht werden, an den Sendern vorbei. Heißt zum Beispiel, man kann wohl möglich auf iTunes Folgen von Serien, die ein Sender gekauft hat, entweder vorher oder nachher, sehen gegen Geld und dass das überhaupt Menschen tun und interessant finden, liegt eigentlich nur daran, dass der TV-Sender den Content populär gemacht hat. Das heißt, da ist eine Aufgabe in Bezug auf Rechteverhandlungen. Wenn wir in den dritten Block kurz einmal tiefer reinschauen, Merchandising und Brand Extension, da habe ich einfach mal ein Beispiel mitgebracht aus den USA, das da sehr gut funktioniert. Das Format heißt The Biggest Loser, da geht es einfach um Diät und Fitness, ist eine Sendung, die 10 Millionen Zuschauer erreicht und die 100 Millionen Dollar Umsatz mit Lizenzprodukten macht, also einen sehr, sehr signifikanten Anteil. Man kann das überall in den USA kaufen und es gibt einfach ganz viele verschiedene Aktivitäten,
von Merchandising, die mit dieser Marke zusammen gemacht werden, die natürlich alle was zu tun haben müssen mit dem Thema, also mit Fitness, und die bestens funktionieren. Sowas funktioniert natürlich nur dann, wenn man nicht einfach nur Formate entwickelt, sie on air bringt und dann, wenn sie erfolgreich sind, sich fragt, oh, gibt mir das nicht die Möglichkeit, auch noch Zusatzerlöse zu machen, sondern sinnvollerweise muss man das von vornherein in der Formatentwicklung mit eingeplant haben. Und das wiederum hat Implikationen darüber, wie sich so eine TV-Senderorganisation eigentlich aufstellen muss, damit sie das erfolgreich machen kann, wenn sie an der Formatentwicklung wesentlichen Anteil hat. Das bringt mich zum Schluss, nämlich zu genau der Frage, was brauchen denn TV-Sender, damit sie in diesem Bereich der Diversifikation, der so notwendig ist, erfolgreich sein können? Auf drei Dinge muss man da aus unserer Sicht gucken. Einerseits das Thema Strategie. Es muss ein hinreichender Fokus auf dem Diversifikationsgeschäft liegen. Das heißt, man muss systematisch nachschauen, was sind eigentlich für unseren speziellen Sender, denn das ist nicht für jeden Sender gleich, die vorhandenen Assets und was sind darauf aufbauend die Optionen, die man verfolgen sollte. Dann braucht man eine klare Zielsetzung für den Diversifikationserfolg, weil wenn man sich nichts vornimmt, wird man wahrscheinlich auch nichts schaffen. Und schließlich muss man dann für jedes Feld, das man für Diversifikation auswählt, sich genau überlegen, was soll eigentlich meine Wertschöpfungstiefe sein? Hält der TV-Sender die Kundenbeziehung oder ist es ein Dritter? Nimmt der TV-Sender das Produktrisiko tatsächlich auf sich für das, was da gemacht werden soll? Oder gibt er nur seine Marke und einen anständigen Lizenzvertrag, um sicherzustellen, damit kein Unfug getrieben wird? Das muss man je nach Geschäft einzeln entscheiden und sorgfältig managen, damit man einerseits einen guten Teil der Erlöse hat und andererseits sein Risiko sinnvoll managt. Zweiter wichtiger Bereich, Organisation. Man braucht dedizierte Ressourcen für den Aufbau dieses Geschäfts, einfach weil es ein neues Geschäft ist, neben dem normalen TV-Sendergeschäft. Da braucht man eventuell Kompetenzen, die im Moment nicht vorhanden sind, zum Beispiel sowas wie Kundenmanagement, die man sich dann eben reinholen muss. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man nicht nur eine Parallelorganisation aufbaut, eben weil es andere Kompetenzen sind neben dem jetzigen Free-TV-Geschäft, sondern eine hinreichende Verschränkung sicherstellt, weil man sonst nämlich die Synergien, die ich vorhin beschrieben habe, gar nicht wird nutzen können. Das bedeutet, es muss gemeinsame Ziele geben für den Diversifikationserfolg. Es kann nicht sein, dass die Diversifikationsleute irgendwie den Free-TV-Leuten immer hinterherrennen und sagen, es wäre doch so nett, wenn ihr in eurem Format mal irgendwie ein bisschen darauf hinweisen könntet, dass es jetzt dieses oder jenes Merchandising gut gibt zu dem Format, was sie da gemeinsam entwickelt haben, sondern das muss halt zusammen gemacht sein. Und genauso muss man eben personell verankern, die Diversifikation in dieser Free-TV-Organisation. Das heißt, man braucht ein gemeinsames Cross-Media-Franchise-Management. Das ist eine organisatorische Herausforderung. Und als dritten Block Formate und Lizenzen, weil ich natürlich, wenn ich die Formate als Assets habe, dafür sorgen muss, dass ich das Diversifikationsgeschäft, das ich vorhabe, rein rechtlich betrachtet, damit überhaupt auch machen darf. Das heißt, ich muss mir einmal überlegen, wenn ich Formate entwickle oder einkaufe, wo ist da das Diversifikationspotenzial und wie will ich folglich mit den Formaten umgehen? Und zweitens muss ich mir die Nebenrechte, die ich dann brauche, um die Diversifikation zu machen, eben rechtzeitig sichern, sowohl für Videoauswertung als auch für Merchandising. Weil man sonst eben vielleicht gute Ideen hat, aber am Ende feststellen wird, man kann das Geschäft nicht aufbauen. Und wie das ganz praktisch geht und wo die Sender da heute tatsächlich stehen, das soll jetzt Gegenstand der Diskussion sein. Deshalb würde ich meinen Kollegen Jens Waltermann, der das moderieren wird, jetzt bitten, unsere Panelgäste vorzustellen. Besten Dank. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen bei diesem Panel. Und ich freue mich sehr, dass wir eine sehr schöne Konstellation auf diesem Panel zustande bekommen haben aus Leuten, die in dem, was Henning Rüpper Ihnen gerade theoretisch vorgestellt hat, praktisch ganz tief drin sind, beziehungsweise das in ihren jeweiligen Sendern verantworten. Ich beginne mal mit dem Alphabet vorne, mit Christoph Bellmer. Christoph Bellmer ist der Head of New TV bei ProSiebenSat.1, Geschäftsführer von Seven Senses und verantwortet damit die nicht werbefinanzierten TV-Aktivitäten der ProSiebenSat.1-Gruppe. Wenn Sie da
Platz nehmen wollen, direkt neben mir. Dankeschön. Christoph Bellmer ist der Mann für die großen Herausforderungen, nicht nur im Fernsehen. Das hat er in seiner Historie bei Toy Collect bewiesen, das hat er bei Arena bewiesen, wo wenige Menschen für möglich gehalten haben, dass man auch jenseits von Sky ein Bundesliga-Produkt zügig aufbauen kann. Und das war ja damals in sehr kurzer Zeit. Und er ist ein leidenschaftlicher Pilot. Wir freuen uns auf Ihren Überblick. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jetzt springe ich ein bisschen, nämlich zu Claude Schmidt. Claude Schmidt ist siebenfacher Vater, sechsmal von eigenen Kindern und das siebte Kind ist Super RTL, dessen Geschäftsführer er ist und das seit ewig und drei Tagen, sage ich fast, seit 1999, das er aber von Anfang an, und zwar vor Sendestart, wenn ich das richtig sehe, begleitet hat und aufgebaut hat. Dass er Fernsehen kann und dass er Nebenerlöse im Fernsehen kann, hat er mit eindrucksvollen Zahlen immer wieder bewiesen. Sie sind einer der wenigen, die ich kenne im Fernsehen, die so ehrlich waren zu sagen, dass sie fast obszöne Ergebnisse hier und da hatten in ihren in der Vergangenheit. Und ich bin sicher, dass wir mit Ihnen sehr gut über die Themen Merchandising, Zusatzerlöse in diesem Bereich und die tollen Möglichkeiten, die man in diesem Bereich hat, sprechen können. Herzlich willkommen. Marc Schröder ist seit Mitte 2008 Geschäftsführer von RTL Interactive. Gestartet ist er in seinem Berufsleben als Unternehmensberater bei einem namhaften Wettbewerber und ist dann zunächst in die RTL-Strategie gegangen, dann zur Deutschen Telekom mit verschiedenen Aufgaben bei T-Online, bei T-Home. Ich glaube, da war auch eine ordentliche Portion IPTV-Aufbau mit dabei. Und insofern freue ich mich auf den Mann mit dem strategischen Blick. Herzlich willkommen. Und last but by no means least, Wilfried Urner. Er ist CEO bei APS Astra Platform Services und der CEO von HD Plus, was ihn für unser Panel heute sozusagen ganz besonders qualifiziert. Er hat früher viele Jahre bei der Kirchgruppe verbracht, unter anderem als Geschäftsführer bei Beta Digital, kennt sich mit dem Thema Plattformaufbau bestens aus, ist von Hause aus Volkswirt, hat also einen weiten Blick. Wir freuen uns auch auf diesen Blick. Herzlich willkommen. Ich fange mal mit Ihnen an, Herr Schmidt, weil wir ganz am Ende über Organisation und die Verankerung von Themen wie Merchandising in einem TV-Sender gesprochen haben. Und da weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass Sie da sehr einschlägige Erfahrungen gemacht haben bei Super RTL und dass die Zahlen, 25% haben wir gesehen, Ihrer Erlöse generieren Sie nicht aus Werbung, sondern aus anderen Erlösquellen, nicht von selber gekommen sind, sondern ganz zentrale organisatorische Schritte erfordert haben. Erzählen Sie ein bisschen sozusagen, wie Sie das hinbekommen haben, dass Sie heute in diesem Bereich so gutes Geld verdienen. Zum Ersten würde ich Sie bitten, das Thema obszönes Geld zu verdienen erstmal wieder zu streichen. Das hat mir von meinem Gesellschafter einige Rüffel ins Haus gebracht. Wie wir dazu gekommen sind, es war uns relativ schnell, schon vor über 10 Jahren klar, dass wir mit den TV-Werbeerlösen alleine nicht leben könnten oder nicht überleben könnten und haben uns dann überlegt, wie man andere Erlösquellen erschließen kann. Wir haben nie den Fehler gemacht, den damals und manchmal sehe ich, dass heute auch noch gemacht wird, dass man sagt, Crossmedia ist die Summe zwischen TV und Online. Ich glaube, das ist ein falscher Ansatz. Ich glaube, wir verstehen uns ja auch interessanterweise nicht als Fernsehunternehmen, sondern als Marketingmaschinerie, die in einem bestimmten Segment tätig ist, und zwar Kinder- und Familienunterhaltung. Das heißt, als wir gestartet sind, sind wir natürlich als klassischer TV-Sender gestartet, was logisch ist. Und dann kam aber relativ schnell, als wir die anderen Erlösquellen uns angeschaut haben, die Herausforderung, wie kann ich das strukturell und prozessual sozusagen umsetzen. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist die größte Herausforderung, die wir alle hier haben, also TV-Sender, weil man kann relativ einfach sagen, ich mache jetzt mal Crossmedia, aber das so prozessuell und strukturell hinzukriegen, dass das auch synergetisch innerhalb des Senders läuft, ist eine riesige Herausforderung. So, jetzt sind wir ein ganz kleines Unternehmen mit ein paar 120 Mitarbeitern, das ist also überschaubar. Und wir haben uns einfach hingesetzt, ganz banal, und zwar ohne einen
kompetenten Partner wie Sie mit an Bord zu holen, dass wir gesagt haben, ich hätte gerne, dass alle Prozesse, die wir haben und alle Strukturen sich sozusagen selber auf Cross-Media-Kompatibilität überprüfen. Das heißt, wir hatten, und das war dann nebenberuflich, weil wir unsere eigenen Leute und nicht teure, weil wir uns die nicht leisten konnten, Berater eingestellt haben, dass wir unsere zweite Führungsmannschaft praktisch 2 Jahre lang dazu gezwungen haben, ihre eigenen Prozesse zu überdenken und zu sagen, sind die auch Cross-Media tauglich? Wenn ja, ist okay, wenn nein, müssen sie geändert werden und zwar wie? So, das war natürlich für die einzelnen Mitarbeiter ein extrem spannendes Thema, können Sie sich vorstellen. Und wir haben allerdings auch, und das muss ich einfach auch gestehen, im Laufe dieser Entwicklung Leute verloren, die dann plötzlich irgendwann mal gesagt haben, ich bin aber im Prinzip ein TV-Redakteur und ich habe mit Merchandising nichts am Hut. Das ist mir dann doch zu kommerziell. Und dann gibt es ja dieses schöne, entweder man liebt es oder man lässt es. Und es gibt ein paar Leute, die es lieben heute noch und es gibt ein paar andere, die lassen es dann oder haben es gelassen. Das war schon, Entschuldigung, war schon ein größerer Umschwung, ja. Haben einige der Leute, die Sie da möglicherweise im Weg verloren haben, das Gefühl gehabt, jetzt wird der Marketing- oder Cross-Media-Manager zum Programmdirektor? Selbstverständlich. Also ich meine, das ist ja, und das haben wir hier auch gesehen, Cross-Media-Franchise-Management war ein Schlagwort, was da steht. Das ist etwas, was wir absolut unterstützen. Und da war auch die Frage, wie konkret mache ich das jetzt? Also was heißt das? Das heißt ganz einfach, das ist ja nicht ein Konzept, was wir erfunden haben, sondern es gibt ja in der Industrie über Brandmanagement gibt es ja schon seit fast Jahrhunderten, würde ich mal sagen. Und wir haben einfach gesagt, wäre es sinnvoll, dass wir im Laden, ich sage jetzt mal, jemand hätten, der für ein spezifisches Thema crossmedial Verantwortung übernehmen würde. Und dann ist die Frage, ist der extern, ist der intern, so die üblichen Diskussionen. Wir haben uns dann für die interne Lösung entschlossen. Das heißt, wir haben in der Tat je nach Jahr zwischen 5 und 12 Leuten, die neben ihrem üblichen Job als Controller oder was sie eben auch machen, Franchise-Manager für bestimmte Themen sind. Die berichten dann auch in diese Funktion an mich, weil ich ja sonst wieder Kompetenz gerangelt hätte. Und die sind dafür zuständig, dass die einzelnen Themen über die einzelnen Plattformen geführt werden. Mhm. War eine gute Lösung, weil da sind wirklich sehr kreative Ansätze plötzlich aufgetaucht, sehr viele Guerilla-Aktivitäten im Marketing, die man so klassisch im Buch nicht finden kann. Haben Sie Geschichten, die man dazu erzählen kann? Also so ein ganz konkretes Beispiel, um es greifbar zu machen? Ja, also es ist relativ einfach. Nehmen wir ein Produkt wie Bob der Baumeister zum Beispiel. So ein klassisches Produkt, da hatten wir eine sehr kompetente Kollegin, die ist jetzt nicht mehr bei uns, aber die hat es trotzdem aufgebaut als Brandmanager sozusagen Bob der Baumeister. Und die mussten dann dafür sorgen, das darf ich jetzt nicht sagen, aber ich sage es dann halt trotzdem, dass die TV-Ausstrahlung koinzidiert mit dem Launch der Merchandising-Produkte. Das heißt, die musste schon dann zu den TV-Redakteuren gehen und sagen, Achtung, im November in dem Jahr hätte ich gern, dass die Sendung on air ist, weil da haben wir einen Merchandising-Rollout, also das wäre sinnvoll, wenn. Ja, dann hat der TV-Redakteur erstmal gesagt, du hast nicht mehr alle. Dann ist die junge Dame, die sehr penetrant war, was auch gut war, zum Programmdirektor gegangen, hat ungefähr dieselbe Antwort bekommen. Und dann ist das Ganze bei mir gelandet, dann war es dann ein bisschen einfacher. Aber das ist so die Idee. Und da kamen auch Merchandising, also marketingtechnisch einfach ganz lustige Sachen zustande, wo wir erstmal gesagt haben, das macht keinen Sinn. Dann plötzlich waren wir in der Renovierung von Kindergärten organisiert, was ja jetzt nicht unsere primäre Aufgabe ist. Obwohl, wenn ich mir die Deutsche Republik anschaue, glaube ich dann schon manchmal doch, aber das ist ein anderes Thema. Und das kam aus dieser Idee, dass man sagt, ja, wir müssen auch das Produkt positionieren und Bob der Baumeister, das bietet sich ja sozusagen an, in den Kindergärten mitzuhelfen, das zu renovieren. Also das sind Sachen, die ich glaube, klassisch eher nicht entstanden wären, sondern eben nur durch Leute, die mit diesem Thema morgens aufstehen, am Tag leben und abends hoffentlich auch ins Bett gehen. Jetzt haben wir hier keine Programmdirektoren auf dem Panel, aber mich würde schon interessieren, wie sich das anhört für diejenigen von Ihnen, die versuchen, die Mehrerlöse in einem Umfeld zu generieren, wo man vielleicht dem Programmdirektor nicht unbedingt sagen kann, pass auf, diese Sendung geht dann und dann on air, weil wir es geschafft haben, die Boxen bis dahin in den Handel zu bringen. Herr Schröder, wie reagieren Sie sozusagen, es findet ja in derselben Sendergruppe statt, wie reagieren Sie sozusagen auf diesen pragmatischen Ansatz im Sinne der Umsetzung im eigenen Haus? Ja, ich beneide Claude Schmidt immer um seine Zielgruppe, denn die ist natürlich sehr, sehr affin und eignet sich gerade für diese crossmediale Auswertung. Wir haben es für die mehrheitlich
oder ja, für die Mehrheitsbeteiligung der, innerhalb der Mediengruppe RTL Deutschland anders gelöst. Wir haben es nicht rein aufbauorganisatorisch gelöst, aber soweit es geht eben auch ablauforganisatorisch. Das heißt, wir haben uns die Prozesse angeschaut. Man muss sich aber auch ganz klar vor Augen führen, dass es manche TV-Formate gibt, die einfach relativ wenig Merchandising-Potenzial haben, vielleicht auch ein bisschen weniger Video-on-Demand-Potenzial etc. Also insofern muss man sich das wirklich Format für Format vorstellen. Was wir angegangen sind, wir haben im Zweifelsfall Projektorganisationen. Das heißt, wir haben im Vorfeld von zum Beispiel großen Shows wie Deutschland sucht den Superstar einfach eine Projektorganisation zusammengerufen, die wohlweislich geleitet eher durch die Programmverantwortlichen, dann durchdekliniert dieses klassische 360-Grad-Auswertungsmodell. Was können wir tun im Bereich Musik? Was können wir tun im Bereich Merchandising? Was können wir, wie sieht die Special Website dafür aus? Und so weiter und so weiter. Und das wiederum, und da schließt sich der Kreis, ist dann eng verzahnt mit dem Auftragsproduktionsmanagement und dem Content Sourcing, die natürlich, und das war der letzte Punkt auf dem Chart, sicherstellen müssen, dass die entsprechenden Nebenrechte dort sind. Wir haben darüber hinaus aber eine andere Herausforderung, eben die, dass wir auch funktional uns spezialisieren müssen. Das heißt, wenn man sozusagen diese Aktivitäten für verschiedene Sender betreibt, versucht man natürlich auch Spezialisierungsvorteile dann herauszubekommen. Das ist so ein bisschen der Spagat, in dem wir sind. Wie gesagt, eine andere organisatorische Einbindung, aber prinzipiell eine ähnliche Vorgehensweise, was die Prozesse betrifft. Okay. Erfahrungen rund um das Supermodel bei ProSieben, um sozusagen da mal ein Äquivalent aufzugreifen. Wie ist es da bei Ihnen austariert, das Programm einerseits, die crossmediale Verwertung andererseits? Ja, das Supermodel ist natürlich eins von den Formaten, die Sie gerade gesagt haben, die sich ausgesprochen eignen, das crossmedial zu verwerten. Und das ist fast ein Mustercase, wie man das Supermodel eben on screen, online, mobil, im Merchandising-Bereich voll ausschöpfen kann. Aber sicherlich auch bei uns eins der Showcases, wo das einfach klar ist, dass es funktioniert. Natürlich gibt es auch andere, wo das nicht so auf der Hand liegt, wo man also mehr durch organisatorische Projekte, organisatorische Diskussionen dafür sorgen muss, dass es eben wirklich auch umgesetzt wird. Vielleicht noch mal sozusagen etwas nachgefasst. Was sind denn aus Ihrer Sicht besonders eindrückliche Beispiele davon, wo es eigentlich hätte stattfinden sollen aus Ihrer Sicht und dann tatsächlich nicht passiert ist? Denn das ist ja immer noch nicht nur eine Geschichte der Showcases, sondern auch eine Geschichte von immer mal wieder verpassten Chancen. Absolut. Also man kann immer wieder Beispiele finden, wo das genau nicht gut funktioniert. Wahrscheinlich würde ich jetzt nicht gerne welche auflisten und sagen, welche das waren, aber ich glaube, es ist schon so, dass wir noch einen ganzen Weg auch zu gehen haben. Das, was wir jetzt ein paar Mal als Prozessintegration gehört haben, was super, super abstrakt klingt, unglaublich wichtig ist. Es hat mal jemand gesagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wir haben ja offensichtlich alle Ingredienzen, die man braucht, also viel Onscreen-Präsenz, Konvertierungspunkte. Mhm. Die Umsetzung ist manchmal unglaublich kompliziert und ich habe jetzt vor dem Panel gerade gehört, dass manchmal sogar Ideen, die also klar sind, von Anfang bis zum Ende einfach an der Distributionslogistik scheitern können. Wenn man sie nicht bereit hat im rechten Moment, dann an dem Punkt hört es dann auf, man verpasst eine schöne Idee. Das ist dann noch nicht automatisch das Zeichen, sich jetzt eine eigene Distribution aufzubauen, aber sehr stark zu überlegen, ob man das vielleicht irgendwo durch Partnerschaften, Schnittstellen auch hinbekommen kann. Ich glaube, das Stichwort Partnerschaften werden wir heute noch öfter berühren, weil viele von diesen Erlösen natürlich in Alleingängen kaum noch zu heben sind. Lassen Sie uns das Thema Merchandising vielleicht ein bisschen verlassen. Herr Schröder, nochmal zu Ihnen. RTL hatte im ersten Halbjahr ein EBITDA von 537 Millionen, auch zurückzuführen auf steigende Werbeerlöse. So hieß es. Heißt das für Ihr Haus jetzt, wir können eigentlich aufhören zu diskutieren, der Werbemarkt geht wieder hoch? Oder war da doch ein signifikanterer Anteil von Nicht-Werbeerlösen dabei, als wir vorhin auf dem Chart gesehen haben? Wo stehen Sie da in etwa? Ja, also das ist eine Diskussion, das haben wir im Vorfeld ja auch kurz angerissen. Wir sind nicht so transparent, was unsere Umsatzverteilung zwischen werbefinanzierten und nicht werbefinanzierten Geschäft angeht und das zu Recht, denn am Ende des Tages, wenn ich mir anschaue, sozusagen den Handelsumsatz eines TV-Shopping-Senders oder den Ticketumsatz eines Fußballvereins, ich will unseren Schwestern MCs in Frankreich nicht zu nahe treten, aber das sind hochvolumige, schnell drehende Geschäfte mit relativ geringen Margen. Also insofern das Thema Umsatzverteilung sagt über den Erfolg eines Diversifikationsgeschäfts relativ wenig aus. Deswegen ist bei uns immer der Fokus eigentlich auf dem Ergebnisbeitrag dieses Diversifikationsgeschäfts. Und da gibt es teilweise
sehr lange tradierte, sehr erfolgreiche und sehr margenstarke Diversifikationsgeschäfte. Und es gibt andere Geschäfte, in die wir derzeit auch noch investieren und das mit Bedacht und mit Augenmaß und auch mit Langfristigkeit. Denn bei uns, wir sind am Ende des Tages sozusagen, eine Stiftung ist sozusagen unser Shareholder. Und deswegen haben wir dort auch eine sehr langfristige Orientierung und investieren auch in wachsende Bereiche. Also insofern zum Beitrag auf die Bottomline will ich jetzt hier keine Detailzahlen nennen, aber sie war schon signifikant und wir werden das auch weiter steigern. Herr Bellmer, wie viel Transparenz wollen Sie uns gönnen? Wir sind da eher transparent. Sie haben die Zahlen ja vorhin aufgelegt. Und das Gute ist, dass wir ein Problem haben. Denn unseren prozentualen Beitrag zu halten bei dem enormen Werbeerlösen im Moment ist einfach extrem schwierig. Ist eine echte Herausforderung. Wenn wir ihn nur halten könnten, dann wachsen wir unglaublich gut. Ich glaube aber schon, dass wir den Fokus darauf nicht verloren haben. Es ist natürlich so, dass man jetzt die Frage, die Sie gerade stellen kann und sagen, welchen Beitrag bringt das? Braucht man das tatsächlich? Natürlich braucht man das. Nicht nur, weil es eine strategische KPI ist, der auch viele Außenstehende interessiert, die vielleicht da ihr Geld anlegen möchten, sondern auch deswegen, weil man in der Krise lernt und in der Krise stärkt. Und ich glaube, die Krise, die da war, war tief. Und wenn man das richtig verarbeitet, dann geht man daraus gestärkt hervor und die nächste Krise kann kommen. Und dabei bleibt Diversifizierung ein Kernbestandteil, den wir weiter ausbauen werden. Jetzt hat Marc Schröder eben ganz zu Recht, glaube ich, vom Ergebnisbeitrag gesprochen und nicht nur von den relativen Umsätzen. Es gab eine Zeit, da hat die Branche sehr neidisch auf 9 Live geschaut und auch darauf, wie man einen solchen Sender sozusagen hochtreiben kann, im Wesentlichen basierend auf der Idee von Call TV. Wo stehen wir da heute? Man hört, es habe sich ein wenig relativiert. Hört man das, ja. Also, Tatsache ist, dass Call TV natürlich ein Spuren der Regulierung nicht verbergen kann. Also, wenn Sie heute auf den neuen Livestream gucken, vor lauter Warnbannern, wie gefährlich das alles ist, können Sie ja kaum noch erkennen, was da abläuft. Punkt 1, Punkt 2, glaube ich auch, dass jedes Ding seine Zeit hat. Und Punkt 3, totgesagte Leben länger. Warten Sie mal ab. Okay. Herr Urner, HD Plus, das Sie ja verantworten, ist für Astra ein Paradigmenwechsel insofern, als es der Einstieg ist, oder sagen wir so, es gab Versuche davor, aber als es jetzt ein in den Anfängen zumindest von außen sehr erfolgreich aussehender Einstieg ist in eine Managed-Plattform, damit in Endkundenbeziehungen, das ist ja nichts sozusagen, was Ihnen bei Astra schon in die Wiege gelegt war, die Verwaltung solcher Endkundenbeziehungen. Ist das ein Experiment mit offenem Ausgang? Oder sozusagen macht Ihnen das fast vollendete erste Jahr Mut, dass das tatsächlich zu einem Erfolg wird und sich durchsetzt? Man hört ja, dass die Herren beim ZDF dann leiden würden, wenn das wirklich zum Erfolg wird. Aber wie sehen Sie das? Ja gut, der Herr Schächter hat ja gestern noch mal so eine Spitze gesetzt. Also erstmal, HD Plus macht uns momentan sehr viel Spaß, weil es einfach momentan sehr erfolgreich läuft, was die technische Reichweite erstmal anbelangt. HD Plus zeigt sich ja erst, ob es funktioniert, vom Geschäftsmodellansatz her, wenn die Kunden dann auch bereit sind, für den Content zu zahlen. Was im November, glaube ich, losgeht, ne? Das geht in sehr kleinen Mengen los im November, aber ich glaube, die Mengen, die man da hernehmen kann, da werden wir vor März, April eigentlich keine wirkliche Indikation haben, weil die Mengen an Receivern damals einfach zu klein waren. Sie haben es ja auch schon angedeutet, das hat erstmal sehr viel Schmerzen bereitet. Wenn ich jetzt heute sehe, beziehungsweise die letzten 2 Tage, wie ganz selbstverständlich über Adressierbarkeit, über neue Geschäftsmodelle geredet wird, das vergleiche noch mit vor 2-3 Jahren, als wir da angefangen haben, über Verschlüsselung zu reden, dann sind wir ja schon mal ein ganzes gutes Stück weitergekommen. Für uns in der Tat ist das kein offenes Modell. Für uns war das existenziell, dass wir das anbieten für die Sender. Die Sender haben das über Jahre nachgefragt. Vielleicht war auch das Thema eher, dass wir es ursprünglich mit dem Beginn der digitalen Ausstrahlung, ich sage mal salopp, vergessen hatten, darüber nachzudenken. Aber es war für uns in der Tat auch eine ziemliche Umstellung. Also wenn ich da höre, was da die Schwierigkeiten waren, für uns war es eine ganz neue Erfahrung, in den Dimensionen zu denken. Was heißt Customer Care? Bei uns Customer Care, als wir angefangen haben, sicher noch mit den Vormodellen, da haben wir de facto mit Beratern anfangen müssen. Was spielt da alles eine Rolle? Nun ist sicher der eine oder andere in unserem Team vorher schon von Unternehmen gekommen, die mit Customer Care zu tun hatten. Aber sowas da neu aufzubauen, das ist sicher erstmal was Schwieriges. Zumal wir in der großen Astra-Gruppe ja genau auch was Neues waren. Ja, also wenn Sie mal den Anteil dieser Aktivität vergleichen mit dem Restgeschäft von Astra,
da musste man am Anfang sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das so und so gemacht werden muss. Ergänzen möchte ich natürlich noch sagen, dass unsere Art der Kundenbeziehung sehr speziell ist. Also wenn Sie da vorher oder Sie Beispiele darstellen, wir haben ja so ein Zwitter momentan. Also wir arbeiten mit dem Kunden, aber kennen ihn noch nicht wirklich. Ja, wir haben ja viel Wert, teilweise auch nicht ganz freiwillig Wert gelegt auf diese Anonymität. Und da werden wir über die Zeit schauen, wie wir das weiterentwickeln wollen oder weiterentwickeln können. Mhm. Ja. Können Sie uns einen Einblick geben noch ein bisschen? Sie sagten, es war schwierig, sich dort aufzustellen im Endkundenmanagement. Einen Einblick geben darin, wie Sie es am Ende gemacht haben und wie das heute aufgesetzt ist. Wie viel machen Sie im Haus? Wie viel geben Sie nach außen? Denn ich sage mal, die Last wird auf diese Kundenbetreuungsstruktur ja nun dann draufkommen, vermutlich, wenn den Leuten klar wird, dass sie jetzt bezahlen müssen. Klar. Dafür muss man vorbereitet sein, denke ich. Also wir haben eigentlich zwei extreme Ansätze gefahren. Wir hatten im ersten Jahr quasi alles outgesourced und auch konzipieren lassen, damals noch bei diesem berühmten Ansatz Entavio, Vorläufer sogar Dolphin. Das haben wir eigentlich gestrichen, weil wir jetzt eben auch endkundenmäßig ein anderes Modell fahren. Das heißt, was wir jetzt in-house behalten, ist die konzeptionelle Seite. Und natürlich den ganzen operativen Betrieb, den werden wir natürlich abhängig von den Volumina outsourcen. Ich glaube, das kann man auch bei dem Geschäft, was wir erwarten, dann gut administrieren oder eben managen dann. Jetzt ist Ihnen ja sehr wichtig, im Zusammenhang mit HD Plus immer von einer Technik-Fee zu sprechen und nicht von dem Einstieg ins Pay-TV sozusagen. Ja gut, den Begriff Pay-TV lehnen wir deshalb ab. Genauso wie wir nie Free-TV machen, machen wir auch kein Pay-TV. Ich glaube, dass Astra verlässliche Klauseln in Verträgen hat mit ihren Kunden, dass wir eben da eine saubere Abgrenzung haben. Nun ist es immer eine Definitionsfrage, wo geht Pay-TV los oder wo geht überhaupt die Aggregation los? Ich meine, gehört Customer Care dazu? Und wenn ja, ab wann? Diese Plattform ist ein Angebot an Sender, darauf zu arbeiten. Ob das am Ende Free-TV ist, ob das Verlagsgruppen sind, ob das Pay-TV-Provider sind, die soll jeder nutzen können. Da haben wir auch nie einen Hehl draus gemacht. Und wir finden es, um das gleich mal dran zu hängen, natürlich auch heute nicht ganz optimal, dass wir noch nicht wirklich eine Einigung haben mit einem großen Pay-TV-Anbieter. Das wäre natürlich dann irgendwann eine runde Sache, dass man dem Kunden ein Angebot geben kann, in what form ever, dass er weiß, okay, da kann ich eben mit einer Plattform dann auch arbeiten. Da scheinen die Interessen etwas unterschiedlich zu sein zwischen etablierten Pay-TV-Anbietern und Free-TV-Sendern. So wie ich das wahrnehme, ist es ja durchaus so, dass diese HD-Plus-Entwicklung Ihnen entgegenkommt. Weil dort Erlöse auch in Ihre Richtung fließen für die Bereitstellung des HD-Signals in Umkehrung der alten Einspeiseentgelte-Logik aus dem analogen Kabel. Eigentlich muss das doch etwas sein, was Ihnen hilft und was Sie promoten möchten, Herr Schröder. Ja, vielleicht da nochmal erklärend sozusagen zu dieser alten versus neuen Welt. Es ist tatsächlich richtig, dass im analogen Kabel sozusagen es da primär um die Schaffung von Reichweite, um die technische Verbreitung unseres Signals geht. Es ist aber nicht so, dass und deswegen hat mich dieses Wörtchen neu da so überrascht auf dem Chart, dass sozusagen die Entgeltung für die Verbreitung unseres Signals so etwas Neues wäre. Es gab seit Jahren die VG Media, die sozusagen dafür gesorgt hat, dass die Urheberrechtsentgelte für die Kabelweitersendung auch an die Sender zurückfließen. Interessante Diskussion, die jetzt die Verleger im Zusammenhang mit Google diskutieren. So etwas gibt es seit Jahren beim Thema der Kabelweitersendung. Und es ist auch so, dass sozusagen wir da ganz klar unterscheiden müssen zwischen dem analogen Kabel und digitalen Kabel einerseits und IPTV andererseits, auch dort. Und deswegen da möchte ich ein bisschen nochmal drauf zurückkommen. Es ist ja nicht so, dass das IPTV da was anderes ist als das digitale Kabel. Also insofern ist es sozusagen, es geht einfach um die digitale Verbreitung, in der die Regeln in Deutschland heute schon anders sind. Und insofern in diesem Kontext ist HD Plus zu sehen. Insofern freut uns natürlich die Entwicklung. Ich glaube, uns ist es auch sehr wichtig, dass wir da von einem technischen Zugangsentgelt sprechen, was es de facto auch ist. Der Kunde zahlt jetzt nicht für jeden einzelnen Kanal. Having said that, ich glaube, die deutsche Fernsehlandschaft würde sich leichter tun, wenn, wie der Herr Horner das eben sagte, wenn es da auch ein Angebot, ein umfassendes Angebot geben würde, wo sich der Kunde, wenn er den HD schauen will, nicht entscheiden muss zwischen Free-TV oder Pay-TV, sondern wenn es da
seine Einigung gäbe, dass er über welche Möglichkeiten auch immer sozusagen beides verbinden kann. Ich glaube, was wir nicht gebrauchen können, ist ein Standardstreit oder ein Geschäftsmodellstreit. Am Ende des Tages haben auch wir ein Interesse daran, dass der Kunde HD in jeder Ausprägung bekommt. Herr Bellmer, wie weit sind wir weg davon, für HD auch eine Lösung im Kabel zu finden? Erstmal würde ich noch kurz darauf zurückkommen. Ich komme da gleich zurück. Ich komme auf Ihre Frage gleich. Die Frage, ist das jetzt ein Free oder ein Pay, ist doch eigentlich nur entscheidend, ob der Kunde bereit ist, für das, was er kriegt, das zu zahlen, was gefordert wird. Und wenn das jetzt eine Anschlussgebühr ist im HD-Plus-Fall, dann stellen wir dankenswerterweise fest, dass mindestens die Vorboten dieser Entscheidung sehr, sehr positiv sind. Es gibt in Deutschland eine enorme installierte Basis an Flat-Screens. Die sind wahrscheinlich gar nicht unbedingt gekauft worden, weil sie HD können, sondern oft nur, weil sie flat sind. Das ist aber eigentlich auch egal. Und jetzt können sie flat. Und jetzt, da sie da sind, gibt es anscheinend sehr viele, die gerne ein HD-Bild darauf haben möchten. Und in welcher Form sie das bezahlen, ob man das Pay nennt oder Anschlussgebühr, wird den Kunden noch gar nicht so sehr interessieren. Er wird vergleichen, wie viel Geld muss ich zahlen, was kriege ich dafür. Und die Vorboten sind gut. Herr Urner hat es gesagt, ich meine, die Reichweite ist nur eine Reichweite, aber egal, was immer die Konvertierungsrate ist, die Reichweite ist viel, viel besser als erwartet. Das kann man jetzt sagen. Und das freut uns sehr und damit stellen wir fest, dass wir etwas liefern, was offenbar einen Mehrwert hat und das ist das einzig relevante Argument, warum ich ein Produkt bezahlbar machen lassen kann. Sie klingen da fast noch ein bisschen optimistischer, was jetzt auch den Einstieg in die 5-Euro-Realität angeht, als der Herr Unner, denn den habe ich sehr zurückhaltend gehört eben. Ich freue mich deswegen so, weil als ich 1989 die Uni verließ als Ingenieur, richtig von meinem Professor gesagt, er sagte das so allgemein, wenn ihr jetzt Fernseher gekauft, wartet noch ein bisschen, da kommt jetzt bald der HD-Fernseher. Ja, das war also technisch, also theoretisch war das fertig, der Standard war irgendwie auch eigentlich da, nur leider gab es kein Gerät, ich freue mich so, jetzt ist es endlich da und jetzt kann es ein Massengeschäft werden und ich bin da persönlich optimistisch. Ich will aber auch nicht orakeln über Prozentzahlen, wir sehen das in ein paar Monaten, Herr Urner hat es gesagt, ich glaube, wenn wir nächstes Jahr hier sitzen, dann werden wir sehr erfreut berichten, was wir da gesehen haben, das ist meine persönliche Überzeugung, wir werden das ja dann sehen, wenn wir uns da wieder treffen. Was das Kabel angeht, ist in der Tat noch nicht fertig. Sie haben das gerade gesagt. Ich glaube, dass es fertig werden wird, ganz einfach deswegen, weil das nicht das Kabel entscheidet, sondern es entscheiden die Kunden des Kabels. Und die Kunden des Kabels haben annähernd genau die Hälfte der Flatscreen-Fernseher, die in Deutschland hängen, an der Wand hängen oder auf dem Wohnzimmertisch stehen. Und die werden ihrem Provider schon erzählen, was sie gerne hätten. Und wenn sie auch den Mehrwert sehen, dann wird sich der Provider dessen nicht entziehen können. Und da bin ich mir auch sicher, dass wir, wenn wir das dann nächstes Jahr besprechen, auch festgestellt haben, dass es das nur auch im Kabel gibt. Und dass dann auch Rückflüsse fließen an Sie? Selbstverständlich, ja. Wäre ja nur fair, dass wir das, was wir Mehrwert produzieren, irgendwie auch fair aufteilen. Da haben die Kabelnetzbetreiber möglicherweise noch eine andere Perspektive, aber das ist ja die Natur von Verhandlungen. Ja, die wehren sich ein bisschen. Ja. Apropos wehren und Plattformen. Wir haben, und das war ja beim Eingangspanel, ist das ja so ein bisschen durcheinander gekommen, hat sich mit HD Plus ein bisschen unglücklich vermischt. Neben solchen Plattformen, seien sie neue Technikplattformen oder seien sie Pay-TV-Plattformen, natürlich auch noch das ganze Thema online, um mehr Erlöse zu generieren und seine Werbefinanzierungsabhängigkeit zu reduzieren. Jetzt gibt es ja Bestrebungen und die sind öffentlich und ich glaube, sie sind auch beim Kartellamt schon angemeldet oder angefragt zumindest, so etwas wie ein deutsches Hulu zu etablieren. Und der Zuschauer sozusagen nimmt wahr, dass das Ganze wohl werbefinanziert sein soll und nicht im Wesentlichen sozusagen transaktionsbasiert. Erhöht das nicht Ihre Abhängigkeit von Werbung gerade wieder, wo Sie sie reduzieren wollten? Ja, also es ist tatsächlich so, gut, ich denke, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt, dass RTL und ProSieben sozusagen eine offene technische Plattform für nonlineares Catch-up etablieren wollen. Das ist bei den Kartellbehörden angemeldet, dort in der Prüfung. Wir haben uns ganz bewusst auf ein Modell kapriziert, das offensichtlich weltweit gut funktioniert. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben es 1:1 abgekupfert, aber natürlich war Hulu da ein großes Vorbild. Interessant, dass Hulu dort sehr erfolgreich ist, kurz vor dem Börsengang und so weiter. Offensichtlich scheint da ein Bedarf, zumindest im amerikanischen Markt, zu sein. Gibt es tatsächlich einen Arbeitstitel Dulu?
Ich glaube, den gab es mal, aber es ist ja jetzt ein offizielles Projekt. Also insofern, glaube ich, brauchen wir solche Arbeitstitel nicht mehr. Aber das Baby hat noch keinen Namen. Also es gibt noch keinen Produktnamen, denn wir sind noch in einer sehr frühen Phase. Wir wären da gerne weiter, aber naja, das nimmt offensichtlich, das dauert seine Zeit. Also der Blick über den Teich zeigt, es gibt eine Nutzernachfrage danach. Wir glauben an das Geschäftsmodell. Wir sind jetzt erstmal losgelaufen und haben gesagt, das ist ein werbefinanziertes Modell. Das ist dieses Modell, das auch heute ja schon funktioniert auf unseren jeweiligen eigenen Plattformen. Nur es ist für jeden nachvollziehbar und verständlich, dass ich heute nicht 10 verschiedene Fernseher nebeneinander haben muss, wenn ich 10 verschiedene Sender sehen will. So sieht die Realität aber im Video-on-Demand-Bereich aus. Da gehe ich zu RTL Now, ich gehe zu ProSieben Video, ich gehe zur Mediathek des ZDF. Ganz ehrlich, das macht doch keinen Sinn. Insofern hoffe ich, dass, wie gesagt, wir haben das hinlänglich erklärt, es ist eine offene, diskriminierungsfreie Plattform. Wir wollen jeden Partner, ob öffentlich-rechtlich, privat, auf dieser Plattform sehen. Und ich hoffe, wir können auch das Kartellamt von der Unbedenklichkeit überzeugen und dann werden wir da mal loslegen. Herr Bellmer, warum werbefinanziert? Weil wir mal mit was anfangen. Und wir haben uns entschlossen, das werbefinanziert zu machen, weil keiner von uns wirklich, glaube ich, weiß, wenn wir ehrlich sind, wo die optimal zwischen Werbe- und Pay-Finanzierung liegen. Weil wir das Nutzerverhalten nicht aus 20 Jahren Gewohnheit studiert haben und wissen, was für den Nutzer das Beste ist. Der Nutzer wird es uns sagen. Und darum muss man mit etwas anfangen. Wir haben ja die andere Erfahrung mit Maxdome als führenden Pay-Provider. Könnte man ja auch fragen, warum macht ihr nicht mehr werbefinanzierte Videos auf Maxdome? Ich würde nicht ausschließen, dass wir den Anteil auch mal erhöhen. Wir werden mal herausfinden, was Nutzer dort wollen. Wir haben uns nur zusammen mit RTL bei dieser Online-Plattform festgelegt, sie werbefinanziert zu machen. Was ja auch gar nicht schlimm ist, weil wir ja nicht es schlimm finden, von Werbung zu leben. Das ist immer noch Grundlage unserer Arbeit. Und wir müssen nicht krampfhaft alles nicht werbefinanziert machen, nur weil es dann Diversifizierung heißt. Ich glaube, die Erschließung neuer Medien oder die gute Erschließung neuer Medien im Sinne von Nutzernutzen ist in jedem Falle gut. Und wenn wir dort hohe Akzeptanz erzielen, dann können wir natürlich auch mit Werbung ordentliche Erträge erzielen. Herr Schmidt, Sie haben mit dem Betrieb von Plattformen und, ich glaube, gemischten Modellen aus kostenlosem und zu bezahlendem Content Ihre Erfahrung gemacht. Lernplattformen zum Beispiel, Togo, neuerdings Skojo. Was ist Ihre Erfahrung aus dem Bereich? Schafft man es noch, wenn man kostenlos angefangen hat, dann sozusagen die Paywand nochmal einzuziehen? Ja gut, wir haben ja nicht das eine Modell in das andere überfließen lassen, sondern wir haben getrennt angefangen. Natürlich erstmal klassisch mit eben Free-Angeboten, die auch sehr, sehr gut funktionieren. Dann haben wir uns überlegt, ob es nicht auch schlau wäre, einen direkten Kundenkontakt zu etablieren und eben Pay-Modelle im Internet anzubieten. Das war übrigens zu einer Zeit, wo jeder, und wir haben ja sehr viele Strategen bei uns im Hause, die Kollegen von der Gruppe, dann die Kollegen von der Gruppe in Luxemburg, dann die Kollegen von Disney in Deutschland, die Kollegen von Disney in Burbank, also und die Bertelsmänner. Also wir haben immer sehr viele Leute, die uns sagen, was alles nicht funktionieren kann, und da hat man uns auch gesagt, also Pay-Subscription-based Internet funktioniert in Deutschland nicht. Und dann, das nehmen wir immer gerne als Herausforderung, um zu testen, ob es dann wirklich nicht funktioniert. Das haben wir dann auch so gemacht, das ist ein anderes Businessmodell, wir haben uns da auch mit externer Hilfe aufgebaut, wir haben den Togolino Club, also ein Preschool Club für Vorschulkinder gelauncht, sehr erfolgreich, da haben wir über 70.000 Subscribers. Dann haben wir den Togo Clever Club, was ähnlich ist, aber für eine etwas ältere Zielgruppe, auch 70.000 Subscribers, das sind schon mal 140.000. Die zahlen jetzt irgendwie 69 oder was auch immer Euro pro Jahr. Da kann man ja relativ schnell rechnen, wie der Umsatz aussieht. Also das ist ein sehr, sehr profitables Geschäft. Also nicht nur umsatzmäßig ist es relativ überschaubar, aber ergebnismäßig ist es super spannend. Strategische Bedeutung ist relativ klar. Und dann haben wir uns sogar überlegt, ob wir nicht noch einen Schritt weitergehen. Das ist relativ entertainment-basiert, dass wir wirklich in die Lernschiene gehen. Und da haben die Kollegen von Bertelsmann uns ein sehr schönes Angebot gemacht, uns da irgendwie bei Skojo zu beteiligen, was wir dann auch gemacht haben. Und auch das läuft sehr positiv. Da werden wir auch positive Ergebnisse jetzt Ende des Jahres, wir werden sie generieren. Und dann müssen wir gucken, das sieht auch interessant aus. Das sind jetzt nicht die ganz großen Geschäfte, ist klar. Aber da kann man auch auf der Seite Geld verdienen, ja. Aus der Sicht des strategischen Betrachters, des Beraters Henning, Beispiele, dieses Thema Pay im nonlinearen Bereich wirklich was bewegt hat. Maxdome ist, glaube ich, so ein bisschen ein gemischtes Beispiel. Am Anfang war man, glaube ich, nicht unzufrieden, wie das gestartet ist. Dann hat es sich etwas langsamer weiterentwickelt, als man sich vielleicht erhofft hätte. Was sind unsere Einschätzungen dazu,
wie viel man da hinter die Paywand schieben kann. Und wo liegen die Chancen, das vielleicht auch in einem mobilen Kontext zu tun, wo uns Herr Döpfner bei der Eröffnung der Medientage ja große Hoffnungen gemacht hat, dass, weil das jetzt alles auf mobile Endgeräte geht, man tatsächlich sozusagen plötzlich Gewohnheiten verschieben kann. Ja, also ich glaube, dass man im mobilen Bereich zwei Elemente da einfach sehen kann. Das eine ist, das wird eine große Rolle spielen für allen Content, der gegen Geld angeboten wird. Insofern, als dass das einfach ein zusätzlicher Weg sein wird, wie der Verbraucher den Content benutzen kann. Weil das eine Erwartung des Verbrauchers ist, dass, wenn er einen Content einkauft, er den nicht nur auf einer Plattform benutzen kann, sondern nach Möglichkeit auf mehreren Plattformen. Von daher ist das sicherlich eine Aufgabe, den Content da so cross-plattformmäßig dem Verbraucher auch wirklich zur Verfügung zu stellen. Und das Zweite ist, Content, der auf anderen Plattformen bisher kostenlos ist, der hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, mobil gegen Geld verkaufbar zu sein, einfach weil auf diesen Plattformen das Modell besser etabliert ist. Eine Sache, die dabei eine Riesenrolle spielt, ist natürlich, dass es eine etablierte Kundenbeziehung geben muss, wo ich ganz einfach ganz schnell ein Stück Content dazu kaufen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie neu anfangen muss, überhaupt erstmal eine Kundenbeziehung herzustellen. Das ist bei mobilen Plattformen, dadurch, dass da die Mobile Provider dazwischen stecken oder aber eben im Fall von dem iPad, iTunes und Apple, einfach schon vorhanden, während das online immer erstmal neu aufgebaut werden muss. Ja. Herr Bellner. Nein, ich hätte nur gerne den Wunsch, Sie haben eben da eine Interpretation von Maxtum gebracht, wo ich nicht genau weiß, wo Sie die Erkenntnis hernehmen. Ich würde das ein bisschen relativieren. Ich glaube, dass das Video on Demand für alle noch eine Lernkurve ist, eine schnelle Lernkurve, wie das funktioniert, auch in den USA, genauso wie hier. Natürlich haben wir in den vergangenen knapp 4 Jahren eine Lernkurve genommen mit Maxtum. Trotzdem würde ich Ihrem Verlauf nicht ganz zustimmen. Okay. Also wir stellen nämlich jetzt genau fest, dass dieser Wettbewerb belebt das Geschäft, dass es anfängt, sich zu erklären. Also wenn Sie vor 2 Jahren auf den Marienplatz gegangen wären, hätten gefragt, was ist Video on Demand, da hätten wahrscheinlich 5 von 10 es überhaupt nicht gewusst und 2 der 5 hätten nicht gewusst, wo sie es kriegen können. Das ist heute schon ein bisschen anders und wird in 2 Jahren noch anders sein. Wir spüren das Ad1 und Ad2 gibt es eine zweite Entwicklung, die wir beginnen zu spüren. Das ist nämlich genau die Integration auf dem TV-Screen und die Integration von Konvertierungspunkten. Ja, und das merkt man sofort. Also wir haben vor einigermaßen kurzer Zeit Konvertierung auf Unix-Boxen implementiert, dass Sie von dort auf das Maxtum-Angebot kommen können und Sie merken sofort den Anstieg dabei. Mhm. Also dieses Produkt auf den Fernseher zu bringen und bequem im Leanback erreichen zu können, macht einen Step-Change in der Usage aus. Insofern sind wir ausgesprochen froh mit dem Verlauf und projizieren auch weiter guten Erfolg damit. Ja. Umso besser. Herr Schröder, Ihre Perspektive auf das Thema VOD und die Implikationen auch der neuen mobilen Devices. Vorhin auf einem früheren Panel sagte jemand, eigentlich ist der iPad doch ein Video-Device. Wird vielleicht als Lesedevice verkauft, ist doch eigentlich ein Video-Device. Wie werden Sie den beliefern? Ja, also ich glaube auch, das iPad ist ein Multimedia-Device. Das ist genauso gut ein Buch, wie es ein Walkman, wie es ein mobiler Fernseher ist. Zum Thema Video on Demand allgemein, genau wie das Buch hat das Thema bewegtes Bild unterschiedliche Nutzungssituationen. Der kurze Clip, der ist vielleicht ein Lean Forward, das langlaufende Format Longform ist im Zweifelsfall Lean Back. Insofern ist, glaube ich, aus unserer Sicht die größte Chance, erstmal Video on Demand aus dem PC wieder zurück auf den Fernseher zu bringen. Das ist die größte Chance. Ob das jetzt über HBBTV passiert, ob das auf den Plattformen von Plattformbetreibern passiert, das ist sehr spannend und ich glaube, das ist die Riesenchance. Das führt nämlich zu diesen Konvertierungspunkten dort, wo Video hingehört, auf dem großen Bildschirm. Darüber hinaus erschließen wir natürlich mit den mobilen Endgeräten ein ganz anderes Zeitbudget. Das heißt, Menschen, die unterwegs sind, können jetzt plötzlich auch Video nutzen. Das ist eine enorme Chance, auch wenn man zugeben muss, und das zeigen die ersten Zahlen auch aus Ländern, in denen es schon länger mobiles Fernsehen gibt, also mobiles lineares Fernsehen, die Nutzung findet teilweise gar nicht außer Haus statt, sondern zum Beispiel im Bett. Die höchste Nutzung von mobilem TV ist im Bett, das heißt sozusagen, da wird das sozusagen als zweiter Fernseher benutzt, der nicht ausfest ist, sondern eben nochmal schnell die letzte Sendung angeschaut wird. Das ist für uns eine Riesenchance. Also wir erreichen Menschen mit Videoinhalten unterwegs, wo wir sie früher nicht erreicht haben. Und insofern bin ich da sehr zuversichtlich. Und ich glaube auch, es gibt verschiedene Faktoren. Ich glaube, das Thema Exklusivität spielt eine Riesenrolle. Also online ist es bei uns heute schon so, dass wir unterscheiden.
Ist eine Sendung schon mal ausgestrahlt worden, dann im Zweifelsfall ist sie für 7 Tage werbefinanziert, oder ist es eine Sendung, die ich vor der Ausstrahlung schon exklusiv sehen kann, dann ist sie entgeltpflichtig, das heißt, der Kunde muss dafür zahlen. Und ich denke mal, solche und ähnliche Modelle werden sich auch im mobilen Bereich durchsetzen, wobei ich völlig bei Herrn Röper bin, dass im mobilen Bereich erstens die Zahlungsbereitschaft höher ist, weil etabliert, zweitens aber auch alles viel einfacher, weil so weniger Abbruchmöglichkeiten eben da sind. Mhm. Herr Bellmer, welche Hoffnungen verbinden sich für Sie mit dem, den mobilen Devices, Tablets, Smartphones und so weiter? Die ähnlichen, die wir eben gehört haben, wir erschließen damit einfach mal ganz prinzipiell neue Zeiten. Wobei wir auch bisher gelernt haben, dass dieses Zeitbudget ist, ich erinnere mich so vor 2, 3, 4 Jahren war immer die Frage, wie viel Zeitbudget klaut Internet vom Fernsehen, stimmt ja gar nicht, nicht? Also das ist zusammengewachsen. Insofern, abgesehen davon, dass ich Herrn Schröder recht gebe, dass wir wirklich auch technisch, also rein plausibel neue Zeitbudgets erschließen, je besser wir es verfügbar machen, umso mehr Interesse erzeugen wir beim Kunden, umso mehr ist er bereit, seine Zeit auch drauf zu verbringen. Ja, und auch das wird über diese Entwicklung treiben. Insofern denke ich auch da, die Integration ist enorm wichtig. Sie hat 2 Schritte. Das eine ist, wie eben gehört und auch bei Maxstrom gespürt sehr stark, zurück vom PC auf die Fernsehintegration. Ja, und so schnell wie wir es schaffen, da muss man auch mal ehrlich sagen, das ist ja auch eine Frage eins nach dem anderen, auch eine mobile Integration, je besser integriert, umso besser werden wir den Kunden erreichen, umso mehr wird er bereit sein, dafür zu zahlen. Es war auch interessant bei Hulu, die haben ja nach einer ganzen Weile von Free Services einen Pay Service eingeführt und man möchte meinen, das ist dann eine erste Reaktion, das ist wahrscheinlich werbefrei. Ist ja nicht der Fall. Da ist genauso viel Werbung drin wie vorher. Das ist nur eine bisschen größere Content-Bibliothek. Sie finden also auch Library-Inhalte für diesen Zahlservice und sie zahlen für die Integration auf alle Devices. Das ist der Kern des Services und das haben die ja sich nicht, haben sie sich ja gründlich überlegt und auch herausgefunden, dass Nutzer, jetzt ist es Amerika, das mag nicht exakt das Gleiche sein, dafür bereit sind, diese Multi-Device-Integration per se zu honorieren. Ich würde die Diskussion gerne öffnen, ins Publikum zu Ihnen. Wir haben versucht, das Feld ein bisschen auszuleuchten von klassischem Non-Video-Merchandising quer über die verschiedenen TV-Plattformen bis hin zum Thema Video on Demand, also nicht linearem Konsum und den Mehrerlösmöglichkeiten, die Sender dort haben. Ihre Fragen in diesen Themenkontexten. Wenn Sie ans Mikrofon treten könnten und sich kurz identifizieren und die kleine Erinnerung von dieser Stelle, ich kann es mir nicht ersparen, sozusagen eine Fragezeichen sich dadurch aus, dass sie kurz ist und mit einem Fragezeichen endet. Klar. Mein Name ist Mats Neller, ich bin vom Institut für Europäisches Medienrecht und ich hätte eine Frage an den Herrn Bellmer in Bezug auf Video-on-Demand-Dienste, die werbefinanziert sind. Wie gehen Sie mit dem gesteigerten Einsatz von Adblockern um? Fürchten Sie, dass das irgendwann so signifikant wird, dass die Werbeerlöse dadurch sinken? Oder vertrauen Sie darauf, dass Sie das irgendwann so programmieren, dass das nicht mehr geblockt werden kann? Ich vertraue natürlich auf die Technik, dass wir das tun. Und glaube auch, dass es immer die Frage des Use Cases ist. Also die Frage ist, wer heute Werbeblocker einsetzt und wie er das tut. Ich glaube, wenn ich das geeignet präsentiere und wenn ich es auch auf dem Fernseher integriere, dann ist die Chance bedeutend geringer, als wenn ich es heute im Internet tue. Und insofern glaube ich, wir müssen beides zusammenkriegen. Wir müssen uns technisch vor bestimmten Dingen schützen, so gut das geht. Das wird nie 100% sein. Und wir müssen durch ein insgesamt interessantes Content-Angebot dafür sorgen, dass diese Leidenschaft, das zu tun, auch nicht ausgesprochen ausgeprägt wird. Ich würde diese Frage gerne nochmal an Herrn Urner weitergeben, weil einer der Kritikpunkte, der an HD Plus ja genannt wird, ist genau, dass es einige der Nutzungsmöglichkeiten, die an anderer Stelle gegeben waren für die Inhalte, jetzt technisch ausschließt. Wo stehen Sie da? Wie wird das weitergehen? Stichwort Adblocking. Ja, ist klar. Also Adskipping. Adskipping. Ja. Das ist leider noch ein Thema, wo wir noch arbeiten müssen, das ist klar, wir reden da auch relativ viel mit unseren Kunden, also die Sender, weil letztendlich stellen wir eine Plattform zur Verfügung, wo man quasi signalisieren kann, dass es geht oder nicht geht. Das heißt, am Ende, in letzter Konsequenz, ist es die Entscheidung der Sender.
Was ich aber überall verteidige, und ich glaube, das ist, muss einfach immer wieder auch gesagt werden, die Sender leben von der Werbung. Also der, der heute sagt, ich will keine Werbung sehen und erwartet, dass man da alles Mögliche hinstellt, das ist ja in sich ein Widerspruch. So, ich denke, es liegt jetzt an uns allen, die mit dieser Plattform arbeiten, dass wir für den Kunden eine komfortable Lösung finden, weil aktuell zugegebenermaßen die Umsetzung leider eben nicht nur das Kippen des Adblockes verbietet, sondern eben auch innerhalb des Contents. Aber ich glaube, wenn ich darüber schaue, dass wir da bemüht sind, eine verbesserte Lösung zu erarbeiten, und dann schauen wir weiter, by the way, wenn jemand das so wichtig ist, dass ihm das Überspringen der Werbung mehr Freude bereitet, als HD zu schauen, dann kann er immer noch auf SD. Da kann er immer noch alles machen, da wird ja nichts weiter signalisiert. Ja, ich glaube, ich muss den Ona jetzt auch mal in Schutz nehmen, was das betrifft, denn es ist tatsächlich so, dass uns HD Plus eine Plattform und Möglichkeiten zur Verfügung stellt. So, wie der einzelne Sender diese Möglichkeiten nutzt, ist völlig ihm überlassen. Wir haben für uns entschieden, dass wir sozusagen minimalinvasiv, und ich denke, da wird die technologische Weiterentwicklung uns auch noch helfen, dass wir minimalinvasiv dort unser Geschäftsmodell schützen. So, es gab ja anfangs mal Gerüchte, dass wir das Aufzeichnen komplett blocken wollen, dass wir auf den Festplatten der Nutzer herumlöschen wollen und so weiter. Darum geht es uns überhaupt nicht. Also es geht uns letztendlich nur darum, dass wir unser Geschäftsmodell dort absichern. Natürlich wäre uns noch lieber, wenn man tatsächlich, wie Herr Ohner das eben schon ausgeführt hat, zwischen dem wirklichen Inhalt und der Werbung unterscheiden könnte. Das wäre dann noch minimal invasiver. Da arbeiten wir dran, und ich glaube, das kommt dem Nutzer dann noch mehr entgegen. Ein Punkt noch, es ist ja immer so eine große Entrüstung, so nach dem Motto, da muss ich schon für den Zugang zu diesem Content zahlen und dann muss ich auch noch die Werbung anschauen. Das wird im Zweifelsfall in allen anderen Plattformen auch so sein. Denn auch im Kabel zahle ich ja eine Zugangsgebühr für diesen Content. Und wenn ich dort in Zukunft HD sehen werde, dann wird es auch dort so sein, dass das automatisierte Umgehen von Werbung dort nicht möglich sein wird. Der Herr Urner klang gerade so, als ob er sich da noch Verbesserungen vorstellen könnte. Und Sie sprechen von minimalinvasiv. Höre ich da noch so gewisse Dissonanzen? Überhaupt nicht. Das ist vielleicht nur eine andere Formulierung. Also wir beide müssen daran arbeiten, dass das, was der Kunde an Schmerz empfindet, dass das reduziert wird. Momentan ist der Schmerz einfach, er kann seinen Content nicht vorspulen, egal ob Werbung oder Programm. Wir beide haben ein Interesse daran, dass sich das ändert, nämlich dass er den Content vorspulen kann und die Werbung möglicherweise nicht. Das heißt, da arbeiten Sie an Lösungen? Also wir haben ein Interesse und HD Plus arbeitet an der Lösung. Wir können dem Herrn Schröder noch nicht die Lösung anbieten, die er bräuchte, um das zu verbessern. Aber es gibt keinen Dissens. Also ich glaube nicht, dass es da irgendwie... weil sagen wir so, wie es jetzt ist, ist es weder in dem Interesse von HD Plus noch in unserem. Ja. Also wir haben ein gleichgerichtetes Interesse und das ist jetzt kein Vorwurf. Technische Entwicklungen, die brauchen teilweise ihre Zeit und da haben wir auch die notwendige Geduld an der Stelle. Ich darf gar nicht wissen, was der Herr Schröder macht. Genau. Was machen Sie denn? Das weiß er nicht, aber das sage ich nicht. Ich denke, es ist nicht das Ende aller Tage und wir müssen auch die Chance haben, ein bisschen auszuprobieren, wie wir Nutzerschmerz, unseren Nutzen und so weiter so zusammenkriegen, dass für alle das Richtige dabei rauskommt. Wir können nicht Werbung aufgeben, davon leben wir immer noch weitgehend. Wir werden sicherlich immer weiter daran optimieren. Ich bin sicher, es wird irgendwann auch noch Änderungen geben, aber es wird zu früh, sie jetzt zu beschreiben. Weitere Fragen aus dem Publikum? Ja, dort hinten bitte. Hallo, ja, Philipp Schmidt ist mein Name und mich interessiert an von Herrn Schröder und Herr Bellmer, ob denn die neue Plattform, die da die Ketchup-Formate, die sie zusammen erstellen, auch offen sein wird für Inhalte dritter, nicht professioneller Content-Anbieter, also meinetwegen aller wie Waitiki, die wir gestern hier in dem Raum auch gesehen haben, Leute, die also auch bei YouTube mit ihren teilweise amateurhaften Inhalten viele Nutzer erreichen. Ob sowas auch dort zu sehen sein wird oder ob es nur Premium-Inhalte von RTL und ProSiebenSat.1 beinhalten wird. Wer von Ihnen mag das aufgreifen? Also Sie werden die Plattform ist insoweit offen, als dass alle TV-Sender in Deutschland und Österreich eingeladen sind, darauf präsent zu sein und darauf ihre Vermarktung völlig unabhängig voneinander zu gestalten. Und die Plattform stellt eine ganze Reihe von Dingen sicher, neben purer Technik eben auch die diskriminierungsfreie Positionierung und alle möglichen Themen. Wir werden nach jetzt der Planung keinen, wie Sie es genannt haben, nicht professionellen Inhalte auf der Plattform finden. Also eine klare Festlegung
Legung auf das, was man so als Branded Content bezeichnet. Genau. Es ist eine Frage der Positionierung. Das Produkt soll positioniert sein als TV-Catch-Up-Service. Ja, es gibt genügend Angebote, ich will jetzt keine Namen nennen, da gibt es auch große weltweit operierende Wettbewerber, die User-Generated Content anziehen und den mit professionellem Content anreichern. Dies ist bewusst ein anderer Ansatz, nämlich zu sagen, es gibt noch keine Quelle oder kein gebündeltes Angebot von TV-Catch-Up-Content im Web, und das ist eben das primäre Ziel. Weitere Fragen? Ich glaube, hier vorne waren Sie noch? Michael Höhing, Westman Music, London, München. Meine Frage bezieht sich auf das Content-Format Musik. Können Sie sich vorstellen, dass unter den gegebenen Innovationsperspektiven, technisch, inhaltlich, Zielgruppen, Ansprache etc., die Musik zu einem neuen, interessanten Zusatzsegment sich entwickeln könnte? Livestreaming-Konzerte, Ersatz von DVDs, Ersatz von Konzertfilmen, neue Zielgruppen, die auch Videos schauen im Bett, dann auf dem iPad? Danke. Ja, ich glaube, wie wir alle wissen, die Musikindustrie hat einen großen Umbruch hinter sich und ist auch weiterhin im Umbruch befindlich. Man muss mal sagen, es gibt sehr, sehr viel Geschäftspotenzial, das wir heute schon angehen, stand auch auf den diversen Folien, die komplett erstmal offline sind. Also zum Beispiel partizipieren wir derzeit sehr stark an dem Trend zum Live-Entertainment. Das ist ja etwas sozusagen, das kompensiert in gewisser Weise den Rückgang im Tonträgerverkauf. Und natürlich haben wir Partnerschaften, Media-Kooperationen, eben um auch Live-Entertainment zu featuren. Also insofern, wir werben, das ist auch sozusagen Kerngeschäft. Wir werben auch mit dem Thema Musik. Daneben gibt es sowohl in München als auch in Köln eigene Musikaktivitäten. An der einen Stelle sozusagen in Form eines Labels, bei uns in Form von Joint Ventures. Das heißt, bei uns finden auch Künstler im Programm statt. Ob sie sozusagen in den diversen Musiksendungen stattfinden, wie zum Beispiel der ultimativen Chartshow bei uns, oder ob sie dann in Form eines Testimonials stattfinden, der in unserem Programm stattfindet. Also insofern, da ist das Thema Musik jetzt ganz mal abgesehen von diesen elektronischen Distributionsmöglichkeiten für uns natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ansonsten, ja, wir experimentieren viel. Also wenn Sie heute zum Beispiel X-Factor, also nicht heute, sondern hoffentlich nächsten Dienstag, X-Factor schauen und dort anrufen, dann werden Sie sozusagen, wenn Sie für Ihren Kandidaten angerufen haben, der wird Sie auffordern, übrigens, wenn du meine Musik magst, du kannst dir jetzt auch mein Lied runterladen. Also ich finde, das sind so ganz, ganz innovative Ansätze, auf bestehenden Themen einfach mehr Geschäft zu machen. Und da liegt für uns ein bisschen die Kunst, da sind wir die Kreativen und da versuchen wir ein bisschen mehr rauszukitzeln. Alles andere ist ein bisschen Zukunftsmusik, da werden wir mitmachen. Wir werden auf sozusagen Musikthemen auch auf mobilen Endgeräten bespielen. Aber na gut, da gibt es auch viele andere, die das auch tun. Lassen Sie mich an dieser Stelle vielleicht nochmal nachhaken zum Stichwort Wertschöpfungstiefe. Sie sagen, Sie machen es gemeinsam mit einem Partner. Sie haben sozusagen, sind so weit gegangen, ein eigenes Musiklabel zu gründen. Was sind Ihre Erfahrungen damit, Herr Bellmer, so tief in die Wertschöpfung einzusteigen und sich dort tatsächlich sozusagen in das Feld durchaus namhafter und auch durchaus gut muskelbepackter Wettbewerber zu begeben? Ich kann das nur insoweit, ich war zu der Zeit, als die Entscheidung gefallen und getroffen worden ist, noch nicht dabei. Ich kann es also nur ex post kommentieren, ob es funktioniert hat. Die Antwort ist ja. Und ich glaube auch, dass, so wie ich das eben verstanden habe von Herrn Schröder, das durchaus auch ein Feld für Experimente ist. Also keiner weiß das alles vorher, und bevor man es nicht probiert hat, weiß man auch nicht, was funktioniert. Da hat es funktioniert, und ich würde deswegen nicht ausschließen, dass wir das auch in Zukunft weiter tun. Sie machen das schon sehr lange, Herr Schmidt. Wie tief gehen Sie in der Wertschöpfungskette und was können Sie sich da noch vorstellen nach vorne raus? Ja, grundsätzlich, also wir gehen schon sehr tief, und ich muss sagen, dass die Diskussion an sich für mich jetzt sehr akademisch war. Ich bin so ein Pragmatiker und ich möchte mal ein Beispiel nennen, wie tief man in die Verwertungskette reingehen könnte. Und zwar geht es um ein fantastisch wichtiges Produkt, und zwar um einen Lutscher. Ein Lutscher ist ja ein elementar wichtiges Grundnahrungsmittel für die Kinder. Und wir haben uns gesagt, gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass wir die beiden Sets, die wir haben, also sprich die Promotion-Maschinerie und die Formatrechte, weil darum geht es ja erstmal, können wir die irgendwie nutzen, um im Lollipop-Business eine Rolle zu spielen, was ja unser Grundkerngeschäft ist. Ich meine, da sind wir uns ja auch alle einig, steht ja auch so in den Gesellschafterverträgen drin. Das war jetzt ein Witz für die Leute, die meinen Humor nicht so. Also haben wir uns gesagt, gibt es irgendeinen Lollipop, den
den wir auf den Markt bringen können, den die Leute auch kaufen wollen zu einem gewissen Preis. Und wir haben uns dann in der Tat diese Klappmesser-Logik angeschaut. Das heißt, also als Vater war ich da begeistert davon. Das ist ein Lollipop, den man aufklappen kann, lutschen, zuschließen, in die Tasche stecken und er klebt nicht. So, also er hat einen gewissen USP, wie wir das im Neudeutschen nennen. Und dann haben wir erstmal über einen externen Partner, weil man bei solchen Geschäften nicht direkt in die Verwertungskette tief reingeht, gesagt, lass uns das mal versuchen, auf den deutschen Markt zu bringen. Und das haben wir dann getan. Und also als die Zahlen kamen, ich habe es nicht geglaubt. Genauso wenig wie im Vorgespräch, Sie es mir auch nicht geglaubt haben. Stimmt, jetzt können Sie sich mal vorstellen, wie viel von diesen komischen Lutschern, was jetzt nicht die weltbeste Erfindung ist, kann man denn überhaupt im deutschen Markt als Fernsehveranstalter verkaufen? Und da haben wir Zahlen von 20.000, 30.000, da kann ich nur müde lachen, weil wir verkaufen von diesen Dingern im Jahr über 20 Millionen. 20 Millionen von diesen Dingern. So. Dann kann ich ja einen Preis rechnen und sagen, wie tief ich in der Verwertungskette drin bin, wie hoch ist meine Marge, dann hat man ein richtig schönes Businessmodell. Da war natürlich die Frage, wollen wir in der Verwertungskette ganz partizipieren? Das heißt, fange ich an, diese Produkte selber zu entwickeln, herstellen zu lassen in irgendwo China oder wo weiß der Google wo, dann schiebe ich sie rüber und vertreibe die dann auch. Und da haben wir gesagt, nee, das lassen wir erstmal. Aber natürlich könnte man sich so eine Lösung vorstellen. Wir haben jetzt kein Produkt, wo wir sagen, wir gehen voll in die Wertschöpfungskette hinein, aber ich kann ja nur sagen, bei 20 Millionen Lollis, mal weiß ich nicht, wie hoch der Verkaufspreis ist, ist ein interessantes Werbegeschäft. Und wenn ich mir dann den Businessplan anschaue und feststelle, dass dieser Lolli oder was auch immer einen potenziell höheren Deckungsbeitrag hat als der größte Nettokunde von Superhead, dann sage ich nur, Freunde, hier steht die Welt uns offen, weil warum sollte ich Fernsehwerbung verkaufen, dann verkaufe ich doch lieber Lollipops, oder? Sehr schön. Was kommt von Ihnen als nächstes, Herr Bellmer? Mit Lollipop-Qualität. Lollipops in HD. was das Merchandising-Geschäft angeht, wenn ich jetzt schon wüsste, was unser nächster Lollipop ist, ist das schön. Was ich weiß, ist, dass wir diese Kombination von Promotion-Maschinerie und Produkten sehr gut nutzen können und dass auch das noch lange nicht ausgereizt ist, dass es da noch gute Ideen geben wird von jedem von uns. Und ob wir den 20 Millionen Lollipop machen, weiß ich nicht, aber ich bin sicher, wir haben ein paar Ideen, die wir auch getestet haben in Formaten und von denen ich glaube, die werden sehr gut funktionieren, aber es wäre so zu früh, sie jetzt zu nennen, weil dann vielleicht die Idee damit schon nicht mehr gut ist. Ja, ja, und weil Sie es ja Herrn Schröder auch nicht erzählen dürfen. Das außerdem, öffentlich vielleicht sogar noch, das weiß ich gar nicht. Ja. Herr Schröder, Ihr Lollipop. Ja, also es ist immer die Gratwanderung, was mache ich selbst und was lasse ich machen. Ich bin ein Verfechter, also ja, wir schauen uns jede Idee an, aber an mancher Stelle sage ich auch, komm, lass uns dem bessere Werbung verkaufen. Also insofern, manchmal ist es so, wenn der Lollipop-Hersteller mit dem gleichen Deckungsbeitrag käme, dann würde ich dem gerne auch, also ich jetzt nicht selbst, aber wir als RTL dem auch Werbung verkaufen. Insofern ist es immer eine Gratwanderung und insofern, da bin ich teilweise anderer Ansicht als die Kollegen in München. Wir haben am Rande über das Thema Equity for Promotion oder sozusagen Werbung für Revenue Share oder so geredet. Da muss ich sagen, also wenn ich sozusagen den Lolli besser herstellen könnte, wenn ich also bessere Produkte machen könnte als unsere Kunden, eine bessere Distribution als unsere Kunden, dann würde ich es tatsächlich machen, aber in vielen Fällen ist das nicht der Fall. Und ich kann für die Qualität des Produkts meine Hand nicht ins Feuer legen. Dann, wie gesagt, da mache ich die Promotion und das ist dann schon in vielen Bereichen noch unser Kerngeschäft. Setzt nur voraus, dass jemand anderer den Lollipop tatsächlich entwickelt, den zum Zuklappen meine ich. Genau, und es wäre vielleicht ein bisschen arrogant zu sagen, dass wir mehr Kreativität und Innovation haben als der ganze Rest da draußen. Also insofern, an gewissen Punkten haben wir tatsächlich diesen Funken mehr Kreativität oder Innovation. Das Beispiel zeigt es, an anderen Stellen tun es andere und solange wir daran partizipieren können, umso besser. Gut, wir haben noch Zeit für ein oder zwei weitere Fragen, wenn es Sie noch drängt. Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sozusagen eine Schlussrunde einläuten wollen mit broad sweeping predictions, also ein Blick in die Zukunft. Wie viel Prozent etwa Ihres Ergebnisses, weil wir haben ja vorhin gelernt, dass auf das Ergebnis ankommt, nicht auf den Umsatz. Herr Schröder, machen Sie in 5 Jahren noch mit der Werbung und wie viel davon machen Sie in anderen Bereichen? Und? Also ich will mich nicht auf Zahlen festlegen, aber ich glaube, es ist der deutlich größere Teil unseres Ergebnisses, wird im klassischen Geschäft erzielt werden und das sage ich
jetzt sehr, 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 ich will nicht sagen demütig, aber realistisch. Also im Sinne des Tages, wir haben die, am Ende des Tages, wir haben die Quellen, die Assets eben gesehen, sind die Marken, das sind die Inhalte, das ist die Promotion-Kraft. Und die Promotion-Kraft kommt noch sehr stark aus diesem Parallelmedium, diesem Medium, das eben innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr große Netto-Reichweiten produziert, und das ist nun mal TV. Also insofern, ohne eine Zahl zu nennen, aber der deutlich größere Teil des Ergebnisses wird daraus kommen. Herr Bellmer? Ich würde mich wie verrückt freuen, wenn in 5 Jahren das, was wir da im Diversifikationsbereich produzieren, prozentual immer noch nicht gestiegen ist. Weil dann wäre der andere Bereich weiter so schnell gewachsen, dass wir unglaubliche Ziele erreicht haben. Und das wäre das bestmögliche Ergebnis. Sehr diplomatische Antwort. Ja. Herr Schmidt? Ich würde es gerne inhaltlich. Also ich glaube, wir sollten ja erstmal da sein, wo unsere Zielgruppe uns erwartet. Das heißt, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir in 5 Jahren, wenn dann unsere Zielgruppe zum Beispiel Brieftauben als Medium entdeckt, frage ich mich, ob wir dann in Brieftauben investieren. Also jetzt unabhängig von sämtlichen finanziellen Gegebenheiten. Mir geht es einfach darum, dass ich sage, wir sind eine Unterhaltungsplattform, wir müssen überall da sein, wo unsere Zielgruppe ist. Und natürlich wollen wir da Geld verdienen, das ist klar, das ist logisch. Und wer weiß, vielleicht diversifizieren wir uns ins Taubengeschäft. Herr Urner, die Frage passt für Sie nicht zu 100%. Aber wie sehr wird sich aus Ihrer Sicht Astra wandeln in eine, in nicht mehr einen Business-to-Business-Provider von Übertragungsleistung, sondern in einen Manager von Fernsehkundenbeziehungen? Also ich kann nur meine Sichtweise geben. Da gibt es ja innerhalb Astra auch logischerweise noch eine oder andere Diskussion. Ich glaube, der Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, wird weitergehen. Und das wird auch nur der Anfang sein. Ich meine, eine Plattform, die heißt HD Plus, da steht ein Plus hinten dran. Mit HD haben wir angefangen, also kommt noch viel mehr. Und ich bin da wirklich überzeugt, dass man da nicht nur noch den ein oder anderen Sender damit reinnimmt, sondern eben am Beispiel HBBTV sicher auch zusätzliche Angebote drumherum mit reinnimmt und vielleicht auch das Ganze in der Philosophie auf das ein oder andere Plattformelement komplementär dann weiterentwickelt. Also Antwort sollte sein, ich glaube, Astra wird langfristig gar nichts anderes übrig bleiben, im Wettbewerb dieser Verteilwege da den Weg machen zu müssen. Also ich glaube, das wird eher dramatisch zunehmen. Ja. Henning, die Prognose des Beraters. Wie geht's weiter? Also ich hoffe, dass es so weitergeht, dass alle TV-Sender die Chance nutzen, die sich für sie ergibt, ihr Diversifikationsgeschäft weiter auszubauen. Von den Assets, das haben wir vorhin diskutiert, ist allemal ausreichend da, um neues Geschäft aufzubauen. Und da der Werbemarkt was Zyklisches bleiben wird, das ist einfach, liegt einfach in der Natur dieses Marktes, ist es zur Absicherung unbedingt erforderlich, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Deshalb geht es einfach darum, über genau die richtigen Strategien nachzudenken, sich rauszusuchen, was sind die Felder, an dem man als konkreter TV-Sender gegeben, wie man positioniert ist und was man sonst so an Formaten und schon bereits bestehendem Geschäft hat, sich zu überlegen, wie kann ich es ausbauen und es dann einfach auf die Straße zu bringen. Ich danke Ihnen. Wir haben Ihnen 7 Minuten geschenkt für das Wertvollste dieser Medientage, nämlich das Networking untereinander. Ich danke vor allen Dingen auch den Panelisten hier heute für ihr Kommen und für eine engagierte Diskussion. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.